und dieses Erlebniskino kann man einfach mit nichts ersetzen. Deswegen bin ich immer noch, muss es irgendwie weiter bestehen. Es sind schon so viele kleine Kinos in den letzten Außerdem, Jahren. wer macht sich zu Hause, wer Ja. macht sich zu Hause Käsesoße warm? Also da muss man schon wirklich, also wenn es so weit gekommen ist, dass man zu Hause Käsesoße warm macht, dann muss man sich wirklich Sorgen machen. Dann hat man Kontrolle über sein Leben verloren, meinst du, Ja, nee, tatsächlich, tatsächlich. Also ich habe gerade eine Jogginghose an. Ja, genau. Ich bin im Homeoffice. Also, aber tatsächlich, ich sagte, wer zu Hause Käsesoße warm macht, der hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Das ist jetzt erstmal so eine Behauptung. Die ist nicht politisch korrekt übrigens. Die nee, aber ich esse total gern Nachos halt im Kino mit ja. Käsesoße. Ja. Also mit warmer Käsesoße und auch nur dort. Ich kenne sogar Leute, die mischen oh. Salz und Zucker beim Popcorn. Und das ist richtig krank. Das ist absolut. Aber jetzt mit diesen Gesprächen machen wir uns auch nicht so viel Freunde, oder? Also mit erstmal die Käsesoße, zu Hause Käsesoße-Mach-Fraktion. Die fühlen sich ein bisschen diskriminiert gerade. Naja, also ich muss sagen, ich habe den großen Vorteil im Vergleich zu dir. Ja, sagen wir es mal so, ich bin jetzt bei meinen... bei diesem Video nicht auf die Klickzahlen angewiesen. Ne? Also gewählt wird erst wieder 2023 und ich hoffe, dass die Popcorn- und Nacho-Essenden bis dahin vergessen haben, was ich mir heute für ein Fauxpas geleistet habe. Ja, und dass die am Ende vielleicht keine gesellschaftlich so relevante Gruppe an der Wahlurne sind. Aber wenn es nach hinten losgeht beim nächsten Mal, Chris, dann war es der heutige Satz über die Nachos und Käse und die Popcorn-Fraktion und dann habe ich jetzt mein Leben versaut, wenn es so ist. Ja, wir müssen dann auf jeden Fall nochmal eine Sendung machen, wo wir das richtig stellen. Ja.